Unser bis heute durch und durch falsches Afrika-Bild trieb zu Beginn dieses Jahrhunderts einen Berliner auf den sogenannten schwarzen Erdteil. Leo Frobenius, geboren 1873, ging nach Afrika, grub und sammelte. Er sammelte fanatisch und wahllos. Er durchfurchte Afrika wie ein Maulwurf und bewies, dieses Land besitzt eine alte Kultur, eine alte Geschichte. Dass sich Afrikas Vergangenheit mit der europäischen messen kann, servierte der besessene kleine Selfmade-Wissenschaftler aus Berlin zu einer Zeit, als Kolonialismus, Imperialismus und Nationalismus in Europa wie heilige Kühe verehrt wurden. Frobenius war natürlich schon eine, offensichtlich auch eine herausragende Figur, menschlich gesehen. Das heißt, er scheint, so wie ich ihn aus Erzählungen erlebt habe, scheint er wohl ein gewisses Charisma natürlich um sich gehabt oder verbreitet zu haben. Für mich ist das ein ganz markanter Mann und ich würde gerne hinter seine Persönlichkeit kommen, hinter seinen Charme, den er hatte, von dem alle Leute schwärmen. Die waren begeistert von Frobenius und das war der Hahn im Korbe sozusagen. Die Männer waren etwas weniger begeistert. Wenn er Wut hatte, kriegten es die Männer ab und nicht die Damen des Instituts, nicht? Oh je, oh Gott. Nein. Bitte schneidet das sofort wieder. Ich kann dazu nichts sagen. Frobenius in seiner Zeit war einer von den großen Gurus. Frobenius war persona grata. Also da so eine persönliche Würdigung des Menschen, das würde ich mir eigentlich nicht zutrauen. Muss wohl eine Mischung gewesen sein aus Abenteurer, Selfmade, Wissenschaftler, wobei das Wissenschaftler heute noch halt hinterfragt wird. Im Fotoarchiv, da gibt es an die 40.000 Fotos, die eben mit Nummern, mit Jahreszahlen, mit Ländern, mit Inhalten versehen sind. Der eine Teil besteht aus den Katalogen, die hier in zwei Stahlschränken eingelagert sind. Das sieht dann so aus, indem Abzüge hier auf die Seiten einfach aufgeklebt sind. Mit den Bildarchiven des Hauses zusammen und bekomme da natürlich auch immer wieder Einblicke in verschiedene Motive, die eben zu früheren Zeiten aufgenommen wurden. Das heißt, ich habe doch eine etwas andere Sichtweise zu Frobenius als ja, vielleicht ein Wissenschaftler. Das heißt, ich nehme ihn eher visuell dar. Und dieses Bild finde ich also ganz herrlich, weil es zeigt ihn einfach, wie er ja, recht enthusiastisch mitten in der Sahara sitzt und seine Forschungen betreibt, aber es zeigt ihn eben einerseits als Mensch, der sich dann nicht bewusst präsentiert. Da habe ich unsere Grafikerin gebeten, mir mein Zimmer ein bisschen zu dekorieren, wo ich allerdings Wert drauf gelegt habe, das war der Frobenius. Den habe ich hier irgendwo gefunden und habe gesagt, der kommt hier in mein Zimmer. Ich denke, er steht schon seit langer, langer Zeit genau auf diesem Fleck oder die Füße natürlich. Ich sage eher, mittlerweile ja, habe ich mich an seine stetige Anwesenheit gewöhnt, mich hier darzustellen. Diese Pflanze war ursprünglich an dem Sockel befestigt, weil sie dort leider zum Umfallen neigt. Und die Blätter, die direkt mit dem Metall in Berührung kamen, mit der Bronze, die sind also ja, jedes Mal dann abgestorben. Um die Jahrhundertwende, kurz danach gesagt hat, also nun weiß ich, kriege ich aus der Literatur nichts mehr raus, jetzt muss ich auch mal selber sehen, wie das aussieht in Afrika und muss selber forschen, weiter forschen als das, was bisher geschrieben ist. Und so hat er dann eine neue Institution ins Leben gerufen. Er war sehr begeisterter Institutionengründer. Das war dann die
DAFE, so nannte sich das, die Abkürzung steht für Deutsche Innerafrikanische Forschungsexpedition. Böse Zungen behaupten, es heiße vielmehr Dilettanten aller fünf Erdteile. Er hat insgesamt 12 Expeditionen, wie man damals sagte, in das Innere von Afrika unternommen. Die waren durchnummeriert und mit dem Akronym DIAFE versehen, Abkürzung für Deutsche Innerafrikanische Forschungsexpedition. Und waren wohl auch so etwas wie gesellschaftliche Ereignisse. Es war nicht er allein, sondern das war sein ganzer Mitarbeiterstab, der da mitgereist ist. 12, 15 mehr Personen, die auf 4 Jeeps durch Afrika gereist sind, dort orale Überlieferungen aufgenommen haben, archäologischen Ausgrabungen nachgegangen sind. Also bei der Rückkehr von einer, denke mal Sahara-Expedition oder Südafrika-Expedition, die ging ja nur auch in die Namib und sowas, also Wüstenbezirke sozusagen, wo er Felsbilder gefunden hat, hauptsächlich. Und da sind sie dann, ehe sie dann nach Frankfurt eingerückt sind, in den Stadtwald gezogen mit ihren Autos und haben die Autos mit Sand beworfen, damit die so richtig Tropen ausgerüstet zurückkommen sollen. Gell? Auf dem Bahnhof, ich weiß jetzt nicht wo, Verona oder irgendwo, ist dann auch der Zug eingelaufen mit dem Herrn Frobenius. Herr Frobenius kam erster Klasse raus und seine Frau saß dritter Klasse. Er sollte wohl eine ähnliche Rolle übernehmen im Vorderen Orient wie Lawrence of Arabia. Frobenius hat eingewilligt, aber nur unter der Bedingung, dass er auch einen entsprechenden Titel verliehen bekäme. Das hat der Kaiser dann auch getan. Frobenius bekam den Titel eines Geheimrats. Er soll aber angeblich überall so sehr auf seinen Pascha-Titel gepocht haben. Hatte auch einen Teil seines wissenschaftlichen Hofstaates dabei, sodass die türkische Botschaft sich an den Kaiser wandte, möchte doch bitte dafür sorgen, dass Frobenius seine Reise abbricht. Er würde einfach zu viel Unruhe auslösen. Leo Frobenius ist der Gründer des Frobenius-Instituts und war Ethnologe. Er muss eine große Persönlichkeit gehabt haben. Er muss sehr viel Ausstrahlung gehabt haben, dass er Leute begeistern konnte, die hinter ihm standen, auch Mäzenen. Ja? Das, was uns heute fehlt. Gelder zu akquirieren. Die rheinische Großindustrie hat ihn unterstützt. Kaiser Wilhelm war mit ihm eng befreundet, auch noch in seiner Zeit im Exil, und hat einige seiner Expeditionen finanziert. Dann eben beispielsweise auch zu Wilhelm Frick, dem damaligen Innenminister. Und da Frobenius ebenso als etwas eigenartige Persönlichkeit verschrien war vielleicht, wollte Frick absolut nichts von ihm wissen. Er war in seinem Ministerium, das hatte zwei Ausgänge, Vorzimmer und das Hauptzimmer wahrscheinlich, so stellt man sich es etwa vor. Und Frick war also nicht zu sprechen für Frobenius. Dann sagt er, ich glaube, er war mit Jensen noch dort. Da sagte er, du mein Sohn Jensen, er sprach sowohl alle wieder so Sauerbruch und solche eben Persönlichkeiten oder Typen, wie man sie nennen will, das so macht das, die anderen waren alle mit du anzusprechen, jetzt gehst du erst einmal und holst uns weg und wurscht. Und sagt, ich bleib hier sitzen, irgendwann muss der Minister ja mal hier rauskommen, eine andere Tür hat er nicht. Und so saß er dann Stunde um Stunde, bis Frick eben doch mal raus musste oder wollte. Und war wütend, Frobenius noch vorzufinden, das heißt, er war schon unterrichtet, dass Frobenius nach draußen sitzt. Hat ihn also wutschnaubend reingebeten.
Und sagt, was wollen Sie, Herr Geheimrat? Die hielten sich also auch alle an die Regelung, dass es nun ein Geheimrat sei. Da sagt Frobenius, nun zuerst mal einen Stuhl, Herr Minister. Und so ging dann das Gespräch und der ging mit Geldzusagen raus. Ein Stockwerk höher, Institutsgründer. Es waren vor allem die Begründer der Negritüd, namentlich Leopold Seda Senghor, die Frobenius gefeiert haben als denjenigen, wie es bei Senghor heißt, der Afrika seine Würde zurückgegeben hat. Que Leo Frobenius est pour nous, les Africains, les intellectuels africains, c'est plus pratiquement un grand-père, c'est-à-dire quelqu'un qui vous permet de vous replonger dans la mémoire collective pour savoir qui vous étiez et par les informations qu'il a accumulées. Nous venons ici pour apprendre sur nos origines, pour apprendre sur nos habitudes, il y a de cela déjà un certain temps. Donc sur le plan intellectuel, sur le plan universitaire, on peut considérer que Leo Frobenius a été très important pour les Africains. C'est peut-être pour ça que le président Senghor a dit qu'il a redonné aux Africains leur honneur. Je pense que c'est ce que je pouvais dire par rapport à ce thème-là. Also, soweit wie ich das weiß, ist Frobenius einer der bedeutendsten Forscher für die afrikanische Geschichte. Und er hat halt irgendwie die Masken der Frauen definiert oder auch, soweit es überhaupt Masken der Frauen gibt, überhaupt die Masken der afrikanischen Geheimbünde. Da weiß ich jetzt nicht darüber. Also nur vielleicht für unser Institut noch, also dass der das halt begründet hat. Wie gesagt, Frobenius hat die Völkerschauen abgeschafft, aus diesem Grunde, weil er der Meinung war, dass der Würde dieser Menschen abträglich sei. Nicht? Es gibt natürlich durchaus auch mal Passagen in seinen Arbeiten, auf die stoßen sie, wenn sie das lesen, und das hat oft natürlich dazu Anlass gegeben zu sagen, ja, er war halt doch ein Rassist letzten Endes. Seine Bücher sind voll von Invektiven auf die Menschen, die er als Hosennigger bezeichnet, die sich äußerlich zumindest westlichen Lebensformen angepasst hatten. Und gerade die waren es nicht, die er in Afrika zu finden hoffte. Er war auf der Suche nach der rein afrikanischen, Kultur. Sie kennen natürlich auch die Geschichte von der Zigarre, die ein Frankfurter Tabakhersteller nach ihm benannt hat, die Frobenius-Zigarre beworben mit dem Spruch, der Ruf des großen Forschungsreisenden verpflichtet uns zur Qualität. Ich weiß nicht, dass er der Gründer des Instituts hier war, und zwar ungefähr 1935. Dann ich weiß noch, dass er Afrika-Reisen gemacht hat, also mindestens mal eine. Und was noch? Und meiner Meinung nach war er sehr berühmt im Dritten Reich zum Beispiel. Es gab so eine Zigarre, die nach ihm benannt wurde. Zigarrenmarke. Es wurden schon immer so wechselhafte Zeichnungen hergestellt. Zum Teil haben die Zeichner natürlich die jeweiligen Bewohner von Orten gezeichnet, aber es wurden eben auch Versuche gemacht, in denen ja die sogenannten Eingeborenen damals eben im umgedrehten Fall die Europäer dann gezeichnet haben. Oder auch ihre Sichtweise zu manchen Dingen dann festgehalten haben. Es wurden dann auch Begriffe thematisiert, also es war schon recht interessant. Und das stellt wen da auf dem Bild? Ich möchte es nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber ich konnte mir vorstellen, dass es Frobenius war.